Was geht, meine Lieben? Wir sind heute mal wieder in Essen unterwegs. Altendorfer Straße kennt, glaube ich, jeder. Als Unterstützung habe ich mir Sammy mit ins Boot geholt. Ja, die einen oder anderen kennen Sammy wahrscheinlich schon lange mit dem befreundet. Ist ein afghanischer Kollege und heute gehen wir demzufolge auch in ein afghanisches Restaurant. Das Ganze nennt sich Bamyan. Ihr merkt, ich habe einen Gast dabei. Das ist so ein bisschen ein neues Format, was ich etablieren möchte. Das nennt sich Locals, wo ich Freunde von mir mitnehme, die mir ihre alte Hood zeigen oder die aktuelle Hood, ne, wo es gutes Essen gibt, ne, dass man so eine, auf so eine kleine kulinarische Reise geht. Sammy nimmt uns heute mit. Sammy kenne ich mittlerweile, ich glaube seit 7 oder 8 Jahren. Die Musik hat uns damals zusammengeschweißt, hält uns heute natürlich auch noch zusammen, aber natürlich auch der kulinarische Part. Sammy kommt ursprünglich aus Afghanistan, ist, ich glaube, kurz nach der Wende hier nach Deutschland gekommen, ist hier in Altendorf aufgewachsen, kennt die Altendorfer Straße, ja, wie seine Westentasche. Und heute nimmt er mich mal mit auf eine kleine kulinarische Reise zu Bamyan. Ist das typisch afghanisch hier oder was, Sammy? Ja, das ist so Bilder vom Essen. Afghanische Frauen, afghanische Männer, afghanische Kinder aus den verschiedenen Teilen Afghanistans. Dann siehst du noch Ortschaften hier. Das ist ein Bild von der Buddha-Statue, die leider von den Taliban gesprengt wurde. Ich glaube, das war in den 90ern. Das war auch ein UN-Weltkulturerbe, den es leider so nicht mehr gibt. Also du siehst dann quasi nur noch die Hülle davon, ja. ohne den Buddha selbst. Wenn du nochmal drauf siehst, dann sieht man den Buddha und wenn man das googelt, dann ist das leider weg, weil das gesprengt wurde. Wie lange bist du schon in Deutschland, Sammy? Gute Frage. Ich glaube, kurz nach der Wende bin ich gekommen. Und wann war das? Ich glaube, Ende 92 oder 93 war ich. Seitdem bin ich hier. Natürlich auch schon lange nicht mehr da gewesen, ne? Ja, tatsächlich. Das letzte Mal war ich 2017 da. Wenn alles gut gehen sollte und es passen sollte, würde ich wahrscheinlich nächstes Jahr versuchen, nochmal dahin zu fliegen. Ja. Okay. Ich werde gleich grillen. Wenn du möchtest, kannst du gerne dabei zuschauen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Das machen wir. Was machst du? Was zauberst du uns denn Schönes? Ich werde euch die berühmte Kabul-Platte machen. Ja. Und das ist eine Platte für 2 Personen. Okay. Lasst euch schmecken. Danach schauen wir mal, wie es geworden ist. Sehr gut. Ja. Ich bin zwar da, ja. Nur der Chefkoch ist krank. Ach, der Chefkoch ist krank. Okay. Chefkoch ist krank. Und ich mache euch hier ist eine schöne Platte. Ja. Das ist alles auf Holzkohle, kein Gas, kein Elektro. Ja. Und natürlich, das hat seine Aroma und Geschmack. Und dieser Holzkohle ist auch keine 0815er Holzkohle, sag ich mal. Ja. Kommt aus Kuba. Okay. Ist das spezielles Technik, Holzkohle ist das? Ja, das ist etwas nicht Alltägliches, sag ich mal. Und jetzt kommen die Spieße auf dem Feuer. Ja, das ist. Aber Spieße, da haben wir uns vorhin schon so drüber unterhalten. Man kennt es ja irgendwie vom Türken, vom also einfach so aus dem orientalischen Bereich. Richtig, ja, die Spieße mehr oder weniger haben auch andere Völker. Nur bei uns ist das anders gewürzt. Okay. Nicht so wie Türken oder Araber oder. Jedes Volk hat sein eigenes Gewürz, sag ich mal. Ja, jetzt machen wir alles auf die Platte. Okay. Lammhähnchenspieße. Der Paprika. Da wollte ich fehlen natürlich. Und dann, für Afghanisch typisch Lusin Möhren. Die Möhren sind karamellisiert, glaube ich, ne? Ja, die Möhren sind karamellisiert und der Reis auch. Das ist wirklich ein Geschmackserlebnis, Leute. Das zeige ich euch gleich mal mit dem Reis. Das ist wirklich krank. Und jetzt Kotelett. So ist die Platte fertig. Perfekt. Und die gibt es auch zu kaufen hier ganz normal? Ganz normal, wenn einer reinkommt und die Kabul-Platte sich bestellt und so bekommt er. Immer wenn ihr herkommt, zumindest die 3, 4, 5 Male, wo ich da war, kriegt ihr zur Vorspeise immer so ein bisschen Brot und so ein paar Dips. Das Brot, also es sieht aus, ihr kennt wahrscheinlich noch die Özdorfer Folge von mir, ne, wo so ganz normal frisches Brot gebacken worden ist.
Das sieht vielleicht so aus, aber es ist überhaupt nicht das Gleiche. Erstmal schon von der, vom Gewicht her. Ja, wir haben, das ist super leicht, das ist super gut, das ist super knusprig. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Mir kommt es vor, als wäre hier auch so ein bisschen, irgendwie noch ein bisschen mehr Butter oder Fett irgendwie eingearbeitet. Weil es ist super crispy und es geht richtig geil auf der Zunge. Schmilzt so schon fast. Jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen Esmer rein. Esmer, zerdrückte Paprikapaste, Tomaten. Das Brot ist echt einmalig, ne? Das ist so eine Mischung aus türkischem Fladenbrot und irgendwie so was Blätterteigiges. Das ist mega luftig, siehst du das? Blätterteig, das hat mir gefehlt, genau. Siehst du das da drin? Super crispy, aber hier ne, teilweise ein bisschen, oh. Oh, das Essen hat eine gute Schärfe, Mann. Was ist damit? Das hat eine sehr, sehr gute Schärfe. Ich glaube, das ist das erste Essen, was nicht so mild ist, sondern wo sofort die Schärfe kickt. Aber immer noch sehr, sehr angenehm. Die Schärfe kriegst du bei den Afghanen schon in die Muttermilch. Und jetzt kommen hier sogar schon die nächsten Vorspeisen. Das zeigen wir euch jetzt. Hier kommen wir zum meinen absoluten Favorite. Ich könnte mich die ganze Woche nur davon ernähren. Ich auch. Hier geht es einmal um Toschak. Das sieht saftig aus, Mann. Mhm. Was ist das? Das sind kleine Teigdinger. Das wird gemacht mit Puri. Und dann haben wir hier nochmal Mantu. Also gefüllt mit Puri. Gefüllt mit Puri. Okay. Und dann haben wir hier nochmal Mantu. Das ist so ziemlich standardmäßiges Orientalisch. Ich glaube, jedes Land hat das und nennt es nur anders. Ja, in der Türkei ist, glaube ich, Manti, ne? Genau, in der Türkei ist es Mante. Die Russen haben das auch. Aber so wie ich das erfahren habe, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ist das Originalrezept, das ist ein uigurisches. Okay. Und zwar die uigurische Küche, die ist auch extrem heftig geil. Aber lassen wir das mal jetzt erstmal zur Seite. Da habe ich noch was gesehen, Sammy, so Teig, frittierte Teigtasche. Was ist das denn? Genau, das ist gefüllt mit Kartoffeln und Erbsen. Und das wird dann frittiert. Das ist auch übelst lecker. Und hier ist dann quasi so ein afghanischer Chutney. Das gibt es ja halt in der indischen, pakistanischen Küche auch und in diversen anderen Küchen. Der Unterschied ist, zu den anderen Chutneys ist, dass der afghanische einfach am besten schmeckt. Ja, und dann werden die halt in Öl frittiert und ist auch mega geil. Boah, Sammy, was ist das denn jetzt hier? Das sind gebratene Auberginen in Öl und das nennt sich bei uns Bonjour. Und das sind halt Auberginen, aber da muss ich dir von Anfang an sagen, das ist ein extrem beliebtes Gericht bei uns, aber ich habe da schon seit Kindheit eine Abneigung gegen Auberginen und Champignons. Deswegen kann ich dir hierzu vielleicht nicht viel, so viel sagen, aber wenn du es mal gleich probieren solltest, bin ich mir sicher, falls du Auberginen magst, dass dir das auf jeden Fall gefallen wird. Soll ich dir mal was sagen? Ich hasse Auberginen und Champignons. Super, das ist doch perfekt. Aber wir werden jetzt alles einmal durchtesten. Ich stelle die Kamera hin und dann nehmen wir euch mal so ein bisschen mit. Boah, ich habe so Kohldampf, Mann. Sammy, erzähl, wovon ja, Mann? Pass auf, Mausi. Ich würde sagen, dadurch, dass ich hier bei dem Auberginen raus bin, ja, würde ich sagen, probier mal und sag mal, wie es schmeckt. Auberginen-Scheibchen sieht so aus tatsächlich. Ich glaube, es ist Joghurt obendrauf. Riecht sehr, sehr gut. Oh, es ist Minz. Der Joghurt ist mit Minze auf jeden Fall drin. Ist auch viel in der afghanischen Küche, glaube ich, Minze. Ja. Nein, also ist getrocknete Minze. Okay. Was sagst du? Magst du sonst Auberginen? Nee, Auberginen mag ich eigentlich nicht so. Aber das Geile ist hier diese Tomatensauce, die kenne ich von den Mantu auch. Die Aubergine, muss ich ganz ehrlich sagen, schmecke ich gar nicht so sehr, weil ich mag diese Konsistenz nicht so sehr, aber es ist okay, aber man schmeckt wirklich nicht sehr viel von der Aubergine, deswegen ist das genau für mich eigentlich genau so ein Ding. Also einigen wir uns drauf, diejenigen, die Auberginen mögen, die finden das wahrscheinlich geil. Wir setzen da jetzt erstmal aus. Ich habe so, aber ich muss dir ganz ehrlich, ich habe so Hunger, Sammy, ich würde trotzdem noch mal so ein Stück essen. Gerne. Das ist wirklich, dieser Geruch ist einmalig. Ernsthaft, ohne Witz, ich kenne diesen Minzgeruch nur von hier so, tatsächlich, von diesem Joghurt. Ist okay. Also machen, ne? Wirklich, ja. Aber haut mich jetzt nicht um. Würde ich mir jetzt nicht bestellen, weil, wie gesagt, Aubergine, aber das finde ich schon in Ordnung. Das finde ich gut. Wie gesagt, also die... Möchtest du nicht probieren? Nee. Ich weiß genau, Aubergine kann ich schon mehr. Aubergine und Champignons kannst du mich jagen. Okay, okay, alles klar. Aber ich würde gerne mal hier weitermachen. Und zwar mit dem Mantel. Halt die bitte einmal in die Kamera, die Mantel. Ey, ganz ehrlich, Leute, das ist das Erste, was ich hier gegessen habe. Weißt du, mit wem ich das erste Mal hier war? Ich glaube, mit dir und Meli. Und diese Mantel, Leute, ich zeige euch gleich, warum die so besonders sind. Oh. Da sieht man Hackfleisch, Zwiebeln, also auf jeden Fall nichts für Vegetarier und Veganer. Und auch nichts für, wenn man danach noch ein Date hat. Also wirklich, also ich beiß jetzt einmal und dann sage ich euch mal, was hier so besonders ist an diesem Ding. Mm. Die machen das echt gut hier. Man sagt ja immer, am besten schmeckt es bei Mama. Die macht es schon sehr gut so, aber
die machen das hier auch wirklich extrem gut. Aber du beißt rein, du hast sofort diesen geilen Hackgeschmack. Auch super gewürzt, nicht zu viel Salz, nicht zu viel Pfeffer. Es ist wirklich perfekt. Das Ding ist aber jetzt sehr, sehr körnig. Es ist nicht so kaputt gehackt, sag ich mal, dass es super fein ist. Und das mit den Zwiebeln, die hier auch noch zu sehen sind. Zu sehen sind, genau. Auch nicht super zu zerhackt. Und dann mit dem Grün. Was ist das Grün? Ist das Koriander? Können wir mal gleich fragen. Fragen mal. Ich habe nochmal extra nachgefragt, aber es ist Koriander da drin. Und das ist eine geile Kombi. Zwiebel, Koriander, dieses geil gewürzte Hack. Und das Geile ist, was das neutralisiert, weil ich habe so ein bisschen Schärfe auch drin tatsächlich. Ich weiß nicht, woher die kommt. Das sind ganz, ich glaube, das ist Pfeffer. Kann auch sein, dass es eine Art Pfeffer ist, weiß ich nicht. Aber das Geile ist diese weiße Soße hier zusammen mit der Tomatensoße, die auch super fruchtig ist, die neutralisiert das Ganze. Und das macht meiner Meinung nach das Ganze, diese ganzen Mantus so rund einfach und perfekt. Da kommt aber auch noch so eine leichte Minznote durch, finde ich. Ganz leicht. Das ist ja von dieser trockenen Minze oben drauf. Minznote jetzt noch oben drauf, richtig, genau. Was haben wir da? Hier haben wir Oshak. So. Krank, Mann, wie das aussieht. Sieht aus wie Tortellini. Ja, das ist gefüllt mit Porree. Ihr seht es leider nicht so richtig, aber drin ist Porree. Ist das nicht identisch wie der Mantu gerade? Genau, aber das ist quasi nur mit Lauch. Porree, genau, mit Lauch gefüllt. Also von deiner Gattung. Sagt er, mit den Spaghetti-Armen. Der Teig, ist das ein anderer? Es schmeckt eine andere Konsistenz. Richtig, genau. Vom Teig her ist das ein bisschen härter als diese Mantis. Ja, die werden anders zubereitet. Die Oshaks, die werden, also wie mit dem Porree, die werden ins heiße Wasser geworfen. Mhm. Und die Mantus, die werden halt über diese mehrstöckige gedämpft. Ah! Das ist der Unterschied, deswegen auch die Konsistenz. Auch wieder sehr, sehr grob geschnitten alles drin tatsächlich. Spürst du das? Das ist, wenn du reinbeißt. Der Teig ist an sich sehr dünn. Der braucht nicht viel Kraft, dass er quasi aufpluppt. Nur die Ränder, die dann halt mit den Fingern zugedrückt werden, die haben diese Konsistenz, was ein bisschen härter ist. Da ist aber auch noch eine Linse oder irgendwas drin. Ich glaube, das sind Erbsen. Oder Erbsen. Das sind Erbsen. Okay, weiter geht's. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Das ist... Das ist Sambosa. Wie heißt das? Das ging so schnell. Sambosa. Sambosa. Das gibt's auch in der indischen Küche, in der pakistanischen Küche. Womit sind die gefüllt? Mit Kartoffeln, mit Erbsen und Gewürzen. Die Teigtaschen werden zugemacht und dann werden die hardcore frittiert. Aber riechst du das? Ja, das ist ganz speziell, irgendwas spezielles Gewürz. Das ist frisch. Das riecht irgendwie, das hat so eine Frische. Riechst du das? Boah, wie kann man, wie soll das man machen das? Die Gewürze, ich kann das auch nicht beschreiben, was das ist. Ganz, also ganz, ganz, ganz speziell, wirklich. Hier die grüne Soße dazu, ganz wichtig. Was ist das nochmal? Das ist der afghanische Chutney. Ja, stimmt, das war's. Der besser schmeckt als bei den anderen. Okay, alles klar. Einmal pur. Da seht ihr noch so ein bisschen Erbsen und so drin. Boah, echt geil. Ist das dein erstes Mal, dass du sowas isst? Nee, beim letzten Mal haben wir die schon. Aber ich weiß nicht, ob das die gleich war. Fangen wir mal außen an. Den Teig finde ich super lecker. Schön frittiert, schön crispy. Ich finde das ein bisschen trocken, würde ich nicht sagen, aber mit Kartoffeln so sehr, sehr sämig. Sehr genau. Sämig. Aber jetzt probieren wir es mal mit der Soße zusammen. Beziehungsweise probiere ich die Soße jetzt erstmal so. Boah, was ist da denn los in dem Mund? Mhm. Mein Gott. Das erinnert mich ein bisschen an so eine mexikanische Salsa. Nur ein bisschen dünner und nicht scharf. Boah, da ist ja alles drin. Säure. Süße ganz, ganz leicht von hinten, aber diese Säure sticht wirklich hervor. Was sind das denn für Gewürze? Kommt auf jeden Fall ein Haufen Zeug rein. Knoblauch, merke ich jetzt, langsam kommt es auch raus. Chili haben wir hier tatsächlich doch auch, weil ich sehe hier so einen kleinen Chili-Flocke. Meine Mama macht das auch zu Hause selbst. Ich hole mir dann halt immer alle zwei Monate so einen Bottich ab. Ja, geil. Und dann macht er das halt für alle Kinder fertig. Ja. Darf im afghanischen Haushalt nicht fehlen. So. Geil. Boah, das probieren wir jetzt hier mal gemeinsam. Ich dippe die zu Hause sogar mit Pommes. Also das Chutney finde ich geiler als diese Taschen an sich. Beides in Kombination ist gut, aber so richtig hauen die mich nicht um, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen dry. Ja, richtig schon. Brudi, ich habe so ein bisschen Auge geworfen auf den Teller. Ich zeige euch mal eben den Teller einmal kurz. Das ist die Grillplatte. Eine Grillplatte haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Zemi ist ja eigentlich im orientalischen Raum. Kann man nicht sagen, der hat das erfunden, der hat dies erfunden. Das ist nee, einfach. Das gibt's nicht. Der afghanische Langkornreis. Nach afghanischer Art. Also hier oben das Hähnchen. Hähnchen, genau. Genau. Grüne Paprika, Peperoni, kennt man natürlich. Grillt. Magst du scharf? Voll, ich liebe scharf. Ja, okay, gut. Ich züchte sogar meine eigenen Chili-Sauce. Stimmt. Was ist eigentlich mit meinem Chili-Pulver, Sammy? Wenn wir gleich zu Hause sind, gebe ich dir mal auf jeden Fall was mit. Genau. Ja, dann haben wir hier einen Hackspieß. Dann haben wir hier einen Lammspieß. Boah.
Hähnchenspieß. Dann haben wir hier noch ein Lammkotelett. Dann noch das Highlight für mich, Sammy, immer wenn wir hier sind, ist dieser Reismann. Genau, das nennen wir Pobli. Das, wobei ich sagen muss, auch immer fairerweise, das gibt es auch in anderen Variationen halt auch in den benachbarten Ländern. Ja. Da heißt es halt nur anders. Wir nennen es Pobli. Das ist dann quasi dieser braune Reis mit Rosinen und Karotten, die sehr süß schmecken. Also, der Reis allein hat keine Süße, der schmeckt sogar tatsächlich ein bisschen salzig. Die Körner, der ist super ausgewaschen vorher, der Reis wahrscheinlich, weil der ist überhaupt nicht matschig wie so ein Milchreis oder sonst irgendwas. Super, super, super. Locker. Genau, schön locker. Ja, also ihr seht das hier. Wenn ihr jetzt aber, das ist unglaublich, den Reis zusammen mit der Rosine und diesen karamellisierten, nennen wir sie mal Möhrchen dazu. Explosion. Das ist wirklich einmalig, Mann. Diese Süße, die da kommt, also die meiste Süße kommt von den Rosinen, aber diese Karotten, die machen irgendwas in diesem Ganzen auch. Die sind super schön weich. Die machen ein bisschen Biss. Genau, richtig. Die sind bissfest. Das ist schon wirklich... Bruder, das ist... Den kann man auch so essen, ohne alles, ne? Mhm. Ja. Okay. Hier brauchen wir nicht viel sagen. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass die vielen Nachbarn hier, die auch quasi Holzkohlegrill anbieten, das in derselben Qualität wahrscheinlich auch so gut hinkriegen. Locker. Bei Fleisch muss man nicht viel sagen. Ist aber gut. Ich probiere es, weil ich sag euch mal, bei der Özil-Verfolge, bei der letzten, habe ich glaube ich das erste Mal seit Jahren mal wieder so ein Lammkotelett gegessen. Jetzt habe ich hier gerade mal dran gerochen und es riecht richtig geil nach Grill. Ihr habt die Holzkohle vorhin gesehen. Ich zeige euch das mal, ihr könnt es wahrscheinlich sehen. Es geiler Taste, man. Geiler Taste. Schmeckt ein bisschen intensiver tatsächlich. Ich mag das nicht, wenn es ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Boah, der hat den echt gut gegrillt. Ja, ne? Ja. Und das schmeckt auch nicht, das hat einen geilen Lamm-Eigengeschmack, aber es ist nichts Extremes, das ist sehr, sehr geil. Hähnchenkotelett. Ich glaube, die werden Platte drücken und dann auf dem Holzgrill. Holzkohlegrill. Auch wieder schön dieses Grillaroma. Auch ein bisschen gelb tatsächlich drin. Ist da Curry oder Safran angelegt, vielleicht in die Richtung. Auch geil, 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 geil. Sorry. Ich krieg hier keinen Ton raus, weil ich das ja genießen bin. Ist das nicht zu trocken? Nee, das sieht so trocken aus, aber ja, ich nehme ich nicht. Ich, ja. Gar nicht. Okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Sieht optisch. Deswegen habe ich ja auch gefragt, aber ist gar nicht. Null. Lammspieß haben wir hier noch. Habe ich noch nicht gehabt. Schön soft. Ein bisschen wenig Gewürz für mein Empfinden. Der hätte noch so ein, zwei Minütchen, glaube ich, länger gekonnt, damit er noch so schön diese schwarzen Grillaromen noch kriegt mit dem Röstaromen, weil das war schon sehr, sehr weich. Gut, es liegt jetzt auch schon ein, zwei Minütchen hier, muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen. Aber das Kotelett hat mir besser gefallen als Lamm. Aber es schmeckt gut, ist ein solides Ding. Aber auf den hier bin ich sehr, sehr gespannt. Hier seht ihr den Spießeimer. Den kennt man auch. Das lag jetzt auch schon, ja, ne, weil wir so viel gelabert haben. Ja, ja. Was sagst du zu den Köfte? Standard? Standard, ja. Ja, gut. Aber guter Standard. Ja. Guter Standard. Also ihr seht jetzt, ne, es ist schön eingearbeitet auch. Quasi hier so das Tomate, Paprika in die Richtung. Ne, sehr schön grob. Geruch, riechen tut's gut. Es riecht das. Ja. Ja. Geschmacklich, leider wie gesagt, der lag leider ein bisschen schon jetzt hier. Ist ein solides Moped. Eine Sache noch, Leute, hier Hähnchen, Spieß. Mit sowas kriegst du mich. Dieses ähnliche Aroma wie von dem Hähnchen davor. Ja. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen ins Detail. Boah, machen wir das mal so. Ah, ist auch saftig, ne? Ja, voll. Genau. Wie gesagt, es liegt schon ein bisschen, aber wir machen das jetzt hier mal gemeinsam auf. Geil. Und das ist super saftig. Es ist wirklich super saftig. Altendorfer Straße ist bekannt für ihren Holzkohlegrills, Otschakbarsches etc. Kriegt ihr hier auch, aber ich empfehle euch hier definitiv Manto, dieses andere, was wir da auch noch, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Oshak, Bonjon. Bonjon Jovi. Bonjon Jovi. Bonjon Jovi. Ja, Samosa. Ich finde es gut, weil ich bin es ja gewohnt, ja, durch die eigene Küche, weil das ist ja quasi meine Heimatküche so. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, wenn du sagst, das ist so dir ein bisschen zu trocken, da hast du auf jeden Fall recht. Aber alles andere davor war richtig geil. Reis war richtig geil. So beide. On point. Wirklich beide, on point. Beide wirklich auf dem Punkt. Wir sehen das hier einmal schnell weg und dann kann man da noch verstehen. Onkel. Yo. Nachtisch. Wie nennt sich das? Filmi. Auch hier muss ich sagen, was die Ingredients betrifft, also die Zutaten, bin ich leider raus. Da müssen wir nochmal fragen. Aber das kenne ich auch aus der Kindheit und das ist nicht zu vergleichen mit dem Pudding, den man hier quasi auf den
europäischen Kontext kennt. So. Hat auf jeden Fall einen krass besonderen Eigengeschmack und so wie ich sehe, ist es oben nochmal... Pistazien ist das? Genau, das ist ein Pistazien. Probier mal einfach und guck mal, ob das die Zutaten rausschmecken. Okay, ja, wir sind nicht bei Kitchen Impossible hier, aber ich versuch mal die Zutaten rauszuschmecken. Warum? Es ist so eine Art, ja, schon so eine Schicht tatsächlich. So, guck mal hier. Boah, ich hab schon fast wegrasiert. Also, schwierig, Mann. Es ist wie so ein Milchreis, aber ohne Reis und ein bisschen flüssiger. So ist die Konsistenz. So könnt ihr euch das vorstellen. Hast du gut beschrieben. Es kommt irgendwie was, ich würde nicht sagen Zitroniges, aber irgendwie so was Frisches kommt da oben auch noch raus. Was ist das? Das ist Kardamom. Kardamom. Hm? Wir vermuten, das ist Kardamom. Das hat einen sehr, sehr eigenen Geschmack oben, diese Pistazien. Es hat eine sehr, sehr angenehme Süße. Ich mag schon süße Sachen. Das ist wirklich so, das ist perfekt auch süß. Würzig, ne? Würzig, perfekt süß. Super leicht, das Ganze. So, es ist ein guter Nachtisch. Hast du ein bisschen Oriental-Geschmack? Genau, ja. Ey, Leute, wirklich. Das schmeckt sehr, sehr gut. Ich frage gleich mal genau, was da nochmal drin war. Es ist schön kalt. So richtig erfrischend zum Ende hin. Wirklich ein krönender Abschluss, Mann. Leute, das war wirklich sagenhaft, Mann. Von Anfang bis Ende. Jetzt bin ich aber auch langsam satt. Bist du auch satt? Full House. Full House. Und wie war's? Es war wirklich sehr gut. Es war sehr gut. Na, einige Sachen, wie wir vorher besprochen haben, so ne, Holzkohle, Spieße etc., ne, das kommt ja jetzt nicht wirklich aus Afghanistan. Hat natürlich seine eigenen Gewürze, ne, etc., aber ich glaube, was hier wirklich heraussticht, ist definitiv ne, die ganzen Vorspeisen etc., der Reis. Boah, das war wirklich richtig, Hammer. Ja, nur die Holzkohle kann man aus Afghanistan im Moment leider schlecht nach Europa bringen. Ja. Aber der Reis kommt und ja, das Fleisch und Rest wird auch so. Ja. Gewürzt, wie wir das zu Hause kennen. Richtig, ja. Das ist eigentlich ja, mehr oder weniger in afghanischen Zeichen jedem Gericht drin. Ja. Auch wenn es hier in Deutschland vorbereitet wird. Ja, ach guck, das ist ja egal. Ja, das hat nichts damit zu tun. Das ist trotzdem afghanisch genug, sag ja. ich mal. Ja, also wie gesagt, wir waren schon ein paar Mal hier. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Eine Frage habe ich noch zu dem Nachtisch. Was ist das genau? Kannst du uns das erklären? Fehlmi ist ein afghanischer Milchpudding, ja. verfeinert mit Kardamom. Okay, und ja. Ja, und Pistazien. Okay. Ja, die Gewürze, die wir halt zu Hause ja. kennen. Und ich hoffe, das hat euch geschmeckt. Das war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr lecker. Wir bedanken uns bei dir. Nicht dafür. Für uns ist immer wichtig, gerne. Bei mir am Kanal, was kostet das Ganze jetzt für uns? Ach, ihr seid eingeladen. Nein, komm, wir machen das, ehrlich. Alles gut. Ja? Alles gut. Mürweis. Erstmal Dankeschön, Mürweis. Vielen Dank. Was kostet sonst so eine Grillplatte bei euch? Die Grillplatte für zwei Personen kostet 40 Euro. Okay, das ist inklusive Vorspeise und Nachtisch. Okay, ja gut, das ist 20 Euro pro Person, Leute. Ja. Das ist wirklich. Auf jeden Fall. Mantu und sowas, wie teuer waren die anderen Sachen? Normalerweise Mantu und Mantu ist inklusive. Ja, okay. Und die anderen kosten ja so zwischen 8 und 10 Euro pro Portion, je nachdem, wie was man bestellt. Okay, also ja. mehr als fair auf jeden Fall. Ne? Vielen Dank nochmal. Ja. Genau, Adresse schreibe ich euch unten rein. Altendorfer Straße hier mittendrin. Na, und dann hoffe ich, dass ihr hier vorbeikommt und mal super was leckeres afghanisches esst. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke. Danke dir. Ja, sehr gerne.